Willkommen zurück zu Oriental Blind Forest. Jetzt haben wir hier Sonntag zum Zeitpunkt der Aufnahme, genau der Tag, an dem der Part jetzt hoffentlich heute auch noch rauskommt. Wir haben es jetzt so gegen Mittag und ich muss mal gucken, ich hoffe, das haut dann alles hin mit 17 Uhr. Ein Tag war jetzt leider doch nochmal Pause. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mich körperlich so ein bisschen schlapp fühle und ich musste mich jetzt wirklich am Wochenende einfach mal ein bisschen hinschillen und nichts machen und da war mir einfach nicht so nach Aufnehmen. Und in erster Linie soll uns das ja Spaß machen hier und ich will mich ja jetzt hier nicht irgendwie zwingen müssen. Aber jetzt ist wieder halt cool und jetzt geht's hier halt weiter mit Ori and Blind Forest. Wir sind immer noch im Nebelforst, haben im letzten Part hier zum Ende nochmal eine ziemlich nervenaufreibende Phase gehabt, wo ich echt dachte, das schaffst du doch nie im Leben, du verreckst. Aber nee, wir haben es bis hier hoch geschafft, haben auch eine neue Fähigkeit erhalten, das Klettern. Oh. Verdammt, naja, super geiler Start mal wieder. Und genau, wir sind jetzt immer noch auf der Suche nach dem Gumon-Siegel. So hieß es doch, genau. Um hier wieder so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Beziehungsweise den Nebel zu lichten. Ach, hier ist ja zu, okay. Ah, hier können wir auch hochklettern oder was? Verdammt. Okay, ich muss jetzt erstmal wieder rinkommen, war ja wieder ein paar Tage Pause. Ah, Mann, das gibt's doch gar nicht. Verdammt. Hat der eigentlich irgendwas zu melden, der Typ? Ist hier irgendwas Grünes, wo er uns vielleicht behilflich sein könnte? Nö, sieht nicht so aus. Okay, hier kommen wir auch so rüber. Ah, nicht ganz. So, alles klar. Ich muss mich jetzt wirklich erstmal kurz konzentrieren. Ist auch ungewohnt irgendwie, jetzt mal so am Tage mittags aufzunehmen, weil für gewöhnlich, also hatte ich ja schon erwähnt, so die letzten Tage habe ich das immer so kurz vorm Schlafen hier irgendwie gemacht. Und dann meist wirklich noch den Part, der halt den nächsten Tag kommen soll. So. Aber jetzt kann ich halt auch nicht wirklich im Voraus aufnehmen, weil ich will ja, dass der Part heute hier auch noch kommt und das nicht erst um 1000 Uhr. Deswegen wird es wahrscheinlich wieder erstmal nur ein Part, aber mal gucken. Kann euch ja im Grunde wurscht sein, Hauptsache. Hauptsache, ihr bekommt hier den Part. Aber jetzt müssen wir uns mal kurz hier konzentrieren. Ah, ich krieg diese scheiß Kugel nicht, aber jetzt. Oh, was? What? Treff ich den überhaupt? Sieht irgendwie nicht so aus. Na egal. Was, noch einer? Oder was? Nee, okay. So, weiter geht's. Ah, das lief jetzt leider nicht ganz so rund. Aber ist ja auch egal. Noch lebenbar. Ich mach jetzt auch mal. Achso, in dem Bereich kann keine Seelenverbindung erzeugt werden. Aber hier wieder. So. Weiter geht's. Ah, und hier können wir unsere Fragmente einsetzen. Wir haben ja auch alle vier. Und da ist ja auch schon mit Gumon und Siegel. Sehr gut. So, alles klar. Aber jetzt müssen wir das ja wieder irgendwo einsetzen. Das war jetzt ein ganz schön weiter Weg, ne? Will ich mal meinen. Ein Doppelsprung geht nicht. Na, werfen können wir halt auch nicht, ne? Okay, also wir müssen scheinbar wirklich, wie es aussieht, erstmal wieder zurück. Oh ja. Hier verändert sich auch wieder einiges. Das könnten wir schaffen. Au! Au! Ach, das sind ja. Ey, das gibt's doch wieder gar nicht. Da habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh,
Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ah! Geil. Zack. Zack. Okay, alles klar. Ach, jetzt sind wir hier wieder, okay. Boah, leck mir am Arsch. Ah, ne, das rollt hier runter. Soll natürlich nicht passieren. Diesmal wissen wir ja schon von vornherein, dass wir auch die tolle Fähigkeit haben, die Kugel abzulegen. Was wir aber auch natürlich wieder nicht hier drin machen wollen. Ach ja, das war jetzt alles nicht so geil, aber ist egal. Nein, nicht aufheben. Ah, ach, okay, gut. Das war jetzt Quatsch. Das müssen wir doch ein bisschen cleverer regeln. Komm her. So, hinlegen. Erstmal hier weg mit dem Vieh. Also bei dem Vieh geht's ja immer noch, aber sobald das natürlich zwei sind. Oh, das hat. Au, das hat mich jetzt aber auch schon wieder ganz schön mitgenommen hier. Sobald das halt zwei Viecher sind, ist das halt schon echt schwieriger. Boah, diese Überreste immer, die sind so kacke. Ohne Scheiß. Das ist das eigentlich gefährliche an den Gegnern. Hier schon wieder. Weil die sich auch irgendwie so unberechenbar verhalten. Ach, da ist es ja schon. Okay, cool. Nice. Da hat uns der Wald ja sogar mal ein bisschen leicht gemacht. Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtete den Dunst. Uri, der Schlüssel zu den Elendsruinen, das Gumon-Siegel wurde gefunden. Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Und in den Elendsruinen, wissen wir ja, finden wir das Element des Windes. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Mhm. Alles klar. Gut. Neues Ziel. Betritt die Elendsruinen und stelle sie wieder her. Alright. Ah, und jetzt haben wir auch hier einen Überblick über die Karte. Krass, eigentlich gar nicht so viel, wenn man mal so guckt. Wirkte jetzt irgendwie schon wesentlich umfangreicher eigentlich, aber das war wahrscheinlich auch durch die ganzen Halluzinationen und so weiter. So, geil. Dann haben wir das an dieser Stelle durch. Nebelforst erledigt. So, den haben wir sogar noch gekriegt. Sehr schön. Au! Ich springe nur noch voll drin, natürlich. Ah, doch, man merkt jetzt aber, dass unsere Angriffe doch was stärker sind. Da hatten wir ja unsere letzten Fähigkeitenpunkte drin investiert. So, hier unten war nichts. 94%, ey. Jetzt will man natürlich irgendwie die 100 machen. Aber ist doch eigentlich egal. Also einen 100%-Run streben wir jetzt ja hier dann doch wieder nicht an. Also, ich möchte natürlich viel mitnehmen und entdecken. Au. Oh. Aber 100%-Runs, muss ich ganz ehrlich sagen, als Let's Play bevorzuge ich tatsächlich nicht so. Außer natürlich jetzt wie so Spiele wie jetzt bei Zelda zum Beispiel. Ah, die man ja halt auch einfach schon kennt. Ey, was ist denn hier los heute, ey? Die man ja halt auch schon, ja, ziemlich in- und auswendig kennt und wo natürlich natürlich Sinn macht, wieder noch auf 100% zu machen. Ich muss jetzt wirklich mal aufhören zu reden, weil ihr merkt schon. Wenn man quatscht und kämpft gleichzeitig, ist es gar nicht so leicht. So, ach, jetzt sind wir wieder. Boah.
komm schon. Geht doch. Ich muss jetzt hier nochmal einen Speicherpunkt machen, einfach wegen der Energie. Wie kommen wir denn da jetzt hoch, sag mal? Die Mucke ist schon wieder so geil. Au. Oh, gibst du einfach nicht. Naja, ist egal, habe ich jetzt tatsächlich gerade keine Ahnung. Sehr schön, jetzt sind wir wieder hier im Tal des Windes und wir müssen scheinbar jetzt hier runter irgendwie. Oh, geil, ey. Das ist einfach so cool gemacht. Wow, Alter, das ist ja ein ziemlich heftiges Begrüßungskomitee. Gut, so viel dazu. Scheiße. So, dann kommt mal her hier. Okay, dann nochmal. Das sammeln wir ein hier. Alles schick, alles schön. Dann mache ich jetzt hier nochmal den Save Point. Jetzt geht es uns gesundheitlich dann wenigstens auch ein bisschen besser. Oh, sehr schön. Das nehmen wir natürlich noch mit. Und wir haben auch gleich wieder einen Fähigkeiten-Point. Okay. Also hier landet es sich auf jeden Fall ein bisschen besser. Ah, oh, wie gemein. Voll fies. So, ich mache jetzt hier nochmal einen Save Point in der Hoffnung, dass wir jetzt hier dann noch bald blaue Energie finden. Ah, cool, wenn wir die Reflexionstaste gedrückt halten, reicht das schon aus. Ah, nee, doch nicht. Okay. War dann jetzt einfach nur Glück. Zack. So, alles klar. Ja, die Viecher sind wirklich ziemlich penetrant, muss ich mal sagen. Weil sie halt eine ziemlich schnelle Schussfrequenz haben. Ja, ist natürlich jetzt blöd. Jetzt haben wir keine blaue Energie mehr. So einfach ist das. Und ciao. Was ist denn hier oben eigentlich? Ah, cool. Ah, cool, das Kartenfragment. Sehr schön. Dann hat sich das ja doch noch gelohnt. Alles klar, na, das werden wir dann ja wahrscheinlich erst da hinten brauchen. Ich mache jetzt mal hier nochmal ein Save. Sicher ist sicher, auch wenn die blaue Energie gerade nicht in Massen erhältlich ist. Ah, zeig schon wieder nicht drauf geachtet, dass sie die Dorn sind. Verdammte Axt. Okay. Ja, kommt man jetzt hier irgendwie hoch, ist die Frage, ne? Ne, ich glaub mal eher nicht. Okay, da kommen wir wahrscheinlich später irgendwie runter, ja. Okay. Der, wie sie da so ging. Ballern. Autsch. Ja, jetzt haben wir wieder die Situation, dass ich nicht speichern kann. Okay, da hinten geht's auch weiter. Ich will erstmal blaue Inne. Ach, hier sind wir jetzt. Ach so, kicke doch an. Ja, klar. Alrighty.
Oh, jetzt gibt uns doch mal hier was Blaues. Komm schon, da oben ist was Blaues. Sehr schön. Mitgenommen. Gut, dann mache ich jetzt nämlich hier mal einen Save Point. Und dann gucken wir mal, ob wir hier rüberkommen. Ah, wir wollen in die Richtung. Sehr schön. Okay. Ich finde es cool, wie sich das denn so am Ende alle hier zusammenfügt, ne? Wir sind doch scheinbar auf dem richtigen Weg. So, hier kommen wir jetzt ja auch easy peasy durch. Mit der Hilfe unserer neuen Fähigkeit. Da ist schon wieder ein Kartensteinfragment. Mhm. Okay. Interessant. So, okay, das war jetzt auch easy peasy. Zwei Kartensteinfragmente schon. Na ja, mal sehen. Irgendwann werden wir die schon noch brauchen. Okay, das sieht so aus, als wenn... Okay. Ich hab gedacht, dass der vielleicht hier auch irgendwie explodieren kann und das irgendwas bewirkt. Was ist denn das da unten? Nee. So fangen wir gar nicht erst an. Ignoriere ich jetzt erstmal. Da ist ja scheinbar gar nichts, außer diese Dinge, aber... Naja. Erstmal egal, gehen wir erstmal weiter. Ah, okay, da muss der jetzt also wieder ran, da oben. Aber wir brauchen echt mal blaue Energie. Das ist jetzt in letzter Zeit doch ganz schön rar, ihr seht, muss ich sagen. Meine, klar, ich bin jetzt auch nicht gerade zimperlich mit dem Speichern, aber trotzdem... Ah, doch, hat gereicht. Sehr schön. First try, na, das ist ja auch mal was Schönes. Und da haben wir auch schon das erste... Dings, wo wir das Kartensteinfragment einfügen können. Alles klar. Naja, ein recht überschaubares Gebiet eigentlich noch. Frag mich nur, wozu das andere Kartensteinfragment denn gut ist. Aber wir werden es schon noch früh genug erfahren. Oh, und jetzt kann ich wieder nicht speichern, ey. Blöd. Au. Oh. Das könnten wir jetzt echt gut gebrauchen. Och, schon wieder so ein Vieh auch noch, ey. Geben die jetzt wenigstens mal bei Blaue hier? Nee. Ey, das gibt's doch gar nicht. Krass, ey. Wir haben jetzt wirklich schon eine Weile nicht mehr gespeichert. Also wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir hier wie zum Ende des letzten Parts hier eine ähnliche Situation. Boah, die hinterlassen auch so eine freezy kleinen Überreste. Oh Gott. Also hier... Will ich jetzt kein Risiko eingehen? Okay, das klingt auch sehr beunruhigend tatsächlich. Ah! Oh, kommt schon, ey, gib mir jetzt irgendwas Blaues. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, verdammt! Jetzt kommt am besten noch ein Bosskampf oder so. Ich trau mich nicht. Uah. Oh, Glück gehabt. Okay, der bewegt sich scheinbar nur in diesem Bereich. Oh, verdammt, ey. Verdammt. Na, was denn nur? Okay, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind in einer ziemlich beschissenen Situation. Weil er auch nicht hier das kaputt machen will. Er bewegt sich halt wirklich nur hier. Okay.
Okay, gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, tot. Fuck. Ach, das ist ärgerlich. Ey, wir kriegen hier wirklich nicht ein bisschen blaue Energie. Das ist doch wirklich uncool, ey. Muss ich mal ohne Scheiß sagen. Muss es doch noch irgendwas geben, ey. Na gut, wir machen jetzt erstmal normal weiter. Och, wirklich? Scheiße. Mann. So, ist egal. Das habe ich jetzt ein bisschen provoziert, weil ich will jetzt nicht mehr die ganze Energie schon wieder wegen so einer Dummheit einbüßen. Na komm. Wo ist er denn? So, alles klar. Jetzt müssen wir den ja wieder... Genau. Das Kartenstellfragment brauchen wir ja. Also den Ort, wo wir es einsetzen können. Okay, na wenigstens klappt das jetzt hier. First try. Sehr schön. Dann setzen wir das mal ein und dann gehe ich mal wieder zurück und speichere nochmal. Dass wir zumindest dann einfach nur runterlaufen müssen und dann hier nicht immer das alles nochmal machen müssen. Und dann ist der Part auch an der Stelle schon wieder vorbei. Wie gesagt, ich will jetzt auch gucken, dass der hier 17 Uhr noch pünktlich erscheint. Ich werde natürlich jetzt, also es soll jetzt hier nicht die Regel sein, dass wir jetzt hier immer Pause haben. Ging jetzt halt leider nicht anders. Aber ansonsten gucke ich natürlich, dass wir hier gut durchkommen. So, Spiel abgesaved. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt hier alles regeln wollen. Zumindest haben wir jetzt erstmal volle Energie und haben das Kartensteinfragment eingesetzt. Also wir können jetzt erstmal easy peasy runterspazieren. Aber ich hoffe dennoch, dass wir bald mal wieder ein bisschen blaue Energie hier bekommen. Naja, mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal bei Ori and the Blind Forest. Bis dahin, tschaußen.